Willkommen heute zum Livestream von Landmark aus der Close Beta. Ich habe am Wochenende einen Key für anscheinend 7 Tage bekommen. So genau lässt sich das leider nirgendwo dann weiter ablesen. Und ja, habe jetzt schon kurz angefangen, sozusagen einen Tag ein bisschen die Inseln zu erkunden, die ersten Rohstoffe einzusammeln und damit auch die ersten Werkzeuge zu bauen. Sozusagen der Start ist, Moment, das ist im Inventar, das sind die einfachen, genau, die Stone Axe und die Stone Pick. Das sind so die beiden Stone Axe, Stone Pick, mit denen man startet. Bisher habe ich schon die Zutaten dann gesammelt, um eine Copper Pick herzustellen. Diese hier. Und anschließend dann auch die nächste Axt. Das ist die Tin Axt, mit der dann auch wieder sozusagen der nächste Tier gemacht werden kann. Und dafür, die Axt war notwendig, um dann für das Iron Pick sozusagen den nächsten Rohstoff einsammeln zu können. Die Herdwurz herzustellen und damit dann hier die Sharp Iron Pick, die sozusagen das sind die beiden Werkzeuge, die ich regelmäßig nutze, und ein Ore Prospector, das heißt ein Tool, mit dem ich zusätzlich, das mir hilft, die Mineralien zumindest zu finden. Es funktioniert nicht auf alle Rohstoffe, sondern es sind vor allen Dingen die Metalle natürlich, die damit angezeigt werden können. Und ja, ich nehme euch jetzt einfach mal ein bisschen mit. Soweit ich gelesen habe, ist, obwohl es jetzt zwar eine Closed Beta ist, die meistens normalerweise unter einem NDA liegt, ist es so, dass es hier wohl nicht der Fall ist, sondern dass stattdessen der NDA mit Beginn oder innerhalb der Alpha-Version bereits aufgehoben wurde. Und deswegen hoffe ich mal, dass es kein größeres Problem darstellt, das hier im Livestream zu haben. So, genau, also wie gesagt, das nächste Ziel ist eigentlich schon die nächste Werkzeugstufe. Die Iron Pick ist jetzt da. Die Tungsten Pick kann ich noch nicht bauen, weil ich da mit Sicherheit erstmal die Silver brauche. Das heißt, dafür setze ich mir das jetzt mal ins Tracking und sage, ich möchte jetzt diese verschiedenen Sachen dann sammeln. Und setzt die auch in die Überwachung. Also das Silber-Ingot. Gut, dazu brauche ich halt entsprechend viel Silber. Die Elemente-Materialien gibt es jeweils auch sozusagen per Zufall. Das sind sozusagen Standardmaterialien, beziehungsweise die sind eigentlich schon grün. Standard ist Erde und so verschiedene Sachen. Silber ist dann schon grün, das heißt schon eine Stufe höher. Also das sieht man hier, das sind sozusagen die weißen Items, dann gibt es die grünen Items und auch dieser eben das Silbererz ist auch ein grünes Item in dem Fall. Und dann kann man auch gucken, eins von denen hier ist blau gewesen, da. Das heißt, es ist dann sozusagen dann die nächst höhere Stufe und dieses Elemental Silver entsprechend seiner Rarität ist dann eben schon ein blaues Item. So, was ist das jetzt hier noch? Der Topaz. Okay, den finde ich sozusagen im Untergrund und hoffe mal, dass ich den mit der aktuellen Axt dann auch schon ernten kann. Ja, genau, doch. Okay, es dauert immer ein bisschen, bis sich die verschiedenen Sachen hier aktualisiert haben. Was ich jetzt nicht einschätzen kann, ist, warum der Pin so dermaßen schlecht ist. Weil es sieht zumindest jetzt nicht so aus, als hätte ich Probleme hier zu laufen. Auf der anderen Seite ist es für das Spiel im Moment eh nicht so relevant. Weil es sozusagen keine Gefahren gibt, die einem irgendwie das Leben kosten könnten. Was beim letzten Mal ziemlich schwierig war, war dieses Infus. Wood herzustellen, weil ich nämlich einfach keine Pflanzen gefunden habe. Moment, Infus
Land. Nee, ich glaube, das ist ein Timber Workshop. Genau, das ist ein Wood. Nee, ist auch nicht. Okay, wo ist das Zeug? Infused Herdwood, ah ja, klar. So, und das hier war jetzt das Wild Herdwood, das war dieses hier. Und das heißt, ich brauche noch einige Palmherzen, wo ich wieder ganz bestimmte Bäume finden muss, um sozusagen die Palmherzen zu erledigen. Okay, aktuell habe ich noch 10 Stück, das heißt, es werden bereits ausreichend, weil ich brauche ja nur 8. Das heißt, ich kann mich darauf konzentrieren, die Erze einzusammeln. Und ja, dann machen wir uns einfach auf die Suche. Was ich erfahren habe, ist, also was ich dann schon ein bisschen neugierigerweise nachgelesen habe, weil in den Caves gibt es dann einzelne, also solche Untergrundhöhlen, gibt es eben mehr Erze und auch spezielle Erze zum Beispiel von bestimmten Edelsteinen. Und da wir ja jetzt eben diesen Topaz suchen, der dann in der Nähe von Silber hoffentlich zu finden ist, gehe ich einfach mal hier hin, und weil diese großen sind sozusagen die Areas, die andere schon abgesteckt haben, und diese anderen kleinen Bereiche sind wohl irgendwo in der Tiefe, gibt es dort dann Höhlen. Es ist möglich, dass diese Höhlen von oben zugänglich sind, das heißt, schauen wir gleich mal in die Richtung, ob da vielleicht dann schon sozusagen direkt das Loch im Boden ist, über das man irgendwie in die Höhlen reinkommt. Oder sonst einfach nach unten durchbuddeln und dort dann. Okay, ich sehe gerade, dass die Datenübertragung nicht sehr gut funktioniert. Das heißt, ich muss noch mal kurz den Stream stoppen und dort eine andere Übertragung einstellen. So, was ich die Einstellungen an. So, nochmal willkommen wieder im Livestream. Ich hoffe, dass die Übertragung jetzt besser funktioniert und nicht so viele Frames dabei verloren gehen. Noch eine Seite wiederfinden. Okay, da ist sie. So. Okay, so, jetzt sollte es hoffentlich soweit passen, und wenn es irgendwie Probleme gibt, vielleicht einfach kurz im Chat Bescheid geben. So, also wie gesagt, die Suche geht darum, die nächsten hier irgendwo einen Höhleneingang zu finden, beziehungsweise uns einfach nach unten durchzuwühlen, bis wir irgendwo auf den Höhlenzugang stoßen. Aber das sieht gut aus. Hier ist sozusagen ein Kaverneingang, gehe ich mal davon aus. Und ja, schauen wir mal, was da unten noch zu finden ist. Wer Minecraft schon gespielt hat, der kennt sicherlich solche Bauspiele, also im Endeffekt solche Sandbox-Spiele. Was hier natürlich unglaublich toll ist, ist auch die Grafik einfach anzuschauen. Ich habe jetzt zwar noch nicht gebuddelt, es geht gleich los. Aktuell gibt es keinen Schaden, also man kann runterspringen, soweit man will, da passiert einem nichts. Und das hier ist anscheinend jetzt auch eine Cave, die grün eben zugewachsen ist. Während das letzte Mal, wo ich unterwegs war, war das sozusagen eher eine graue Steinhöhle.
Und zumindest ist es noch nicht ganz so duster hier unten. Und dann gibt es auch schon die ersten Leuchtpflanzen, die sozusagen selbst die Caves, auch wenn ich jetzt ohne zusätzliches Licht unterwegs bin, das Ganze erleuchten. Aber ich sehe noch nichts. Irgendwelche. Okay, das ist sozusagen dieser Oroprospektor, der zeigt dann für eine Weile an, wo hier irgendwelche Erzadern sind. Die werden auch sogar im ganzen Teil dargestellt. Das Ding ist jetzt schon ziemlich gewaltig. Der Vorteil ist, auch wenn ich mich hier drin ziemlich verlaufen sollte und keine Ahnung habe, wo ich nachher wieder rauskomme, gibt es eine Möglichkeit über eine Hilfsfunktion Evacuate to Safety, dass ich mich einfach wieder an die Oberfläche zurücksetzen lasse. Und da ist es dann sich leicht wieder zurechtzufinden. Okay, also hier war jetzt gerade eine Herzader ganz in der Nähe. Dort unten. Lustigerweise sehe ich die noch. Die ist nur 17 Meter entfernt, aber ich sehe sozusagen kein Stück davon auf dem Felsen. Was ja kein Problem ist, wir können uns ja einfach da mal reinschlagen. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so wenig höre. Okay, also es ist schon mal Silber. Nach Silber sucht man ja aktuell. Und okay, da unten ist. Also gut, das Loch habe ich jetzt hier schon reingeschlagen und es ist damit natürlich sehr praktisch, mit diesem Gerät überhaupt unterwegs zu sein, weil sonst hätte ich da wahrscheinlich überhaupt nichts gesehen, dass dort eine Silberader ist. Und hier ist auch schon eben, wie gesagt, das Blaue sind die Elemental Silvers. Das sind die speziellen, wo man einige wenige dann dafür braucht, neben den raffinerierten Silberbahnen, wo 100 Erze dann draufgehen. Und wie gesagt, alles in allem ist es einfach unglaublich schön und ja, sehr fließend gezeichnet für das, was da abgebaut wird. Und ja, das macht einfach Spaß, so in so einer schönen Grafik die Landschaft zu erkunden und hier ein paar Löcher in die Gegend zu hauen. Und mit der Axt geht es dann sozusagen auch etwas schneller, beziehungsweise auch. Ach ja, genau. Das ist etwas, was ich noch ausprobieren wollte, jetzt muss ich bloß mal ganz kurz schauen, den Charakter aufmachen. Ich habe nämlich letztes schon sozusagen die ersten Items gekräftet und jetzt geht es natürlich darum, wenn ich jetzt am Abbauen bin, dass ich hier mein Discovery erhöhe, weil laufen muss ich jetzt nicht so viel. Aber mit dem Discovery habe ich sozusagen bessere Chancen, tatsächlich solche zusätzlichen Elemente Silber zu bekommen. Also ich hatte ja jetzt schon zwei Stück davon bekommen und ich glaube, es war auch schon einmal wieder Kohle dabei. Die fängt sozusagen zwischendrin an und da ist jetzt schon der erste weitere Silvercore. Und mal ein bisschen weiter reinklettern und die Ansicht dort verändern. Ja. Das heißt, dem steht eigentlich nicht viel im Wege, außer dass natürlich noch dieser irgendwo eine Topazquelle gefunden werden muss. Das heißt noch wahrscheinlich, dass das größte Hemmnis ist, dann die nächste Axt herstellen zu können. Weil eben an den Silberadern, die eben mit diesem Trecker gefunden werden können, müssen dann irgendwo am Ende, wenn die ausgebeutet sind, dann dort irgendwelche weiteren Infos gefunden werden, irgendwelche weiteren Blöcke gefunden werden, die halt dieses dann widerspiegeln. So. Und deswegen ist es auch notwendig, so wie ich das jetzt schon gemerkt habe, so eine Erzader wirklich bis zum letzten Klumpen auszubeuten, weil erst dann kann man sicher sein, dass hier eben nichts weiter anliegt. Vor allem ist es auch lustig zu sehen, wie unterschiedlich dann, je nachdem, ob sozusagen am Rand, wenn da noch mehr Gestein mitkommt oder. Okay, da ist schon der nächste Elemental Silver. Das heißt, wir haben jetzt auch schon wieder zwei gefunden.
Oder eben dann die Anzahl, ja sehr variiert. Hier 5 Silber, hier ein einzelnes, hier 2. Genauso wie Stone, 26 Einzel. Ja, ich weiß noch nicht, ob man das irgendwie, ob das wirklich alles so genau korreliert und ob das grafisch so identisch abgebildet wird. Auf jeden Fall ist es einfach eben sehr lustig, dass es auch gar nicht so fest definiert ist, wenn man jetzt hier irgend so einen Bereich rausschlägt, wie viele Teile bekommt man jetzt dafür genau. Und ich denke mal, die blauen Elemente, die Elemental Silver, sind ohnehin eher nach Zufallsgenerator hinterlegt. Das heißt eben, da es ja auch von der Ausrüstung abhängig ist, ob und wie viel man davon findet. Hier wachsen gleich die Pflanzen wieder mit rein, die ich, wenn ich gerade hier die Löcher reinhaue. Das macht es natürlich etwas schwierig. Aber mit dem Scanner kann ich auch nochmal überprüfen nachher, ob ich wirklich alle Teile sozusagen dieser Ader erschlossen habe, weil sonst würde hier tatsächlich noch irgendwo ein einzelner Punkt aufleuchten und sagen, ah, Moment, da ist noch ein ganz kleines Fitzelchen übergeblieben. Dadurch, dass die Teile auch so halb in der Luft hängen können, also das ist jetzt nicht so physikalisch, dass da so ein einzelner Klumpen dann automatisch runterfallen würde. Es ist auch so, dass tatsächlich so ganz kleine Splitter in der Luft hängen können, was ich dann schon gesehen habe. Und ja, dann auch nochmal so ein paar, ein, zwei Erzbrocken enthalten. Mal gucken, ob das hier irgendwo zu sehen ist. Denn. Im Endeffekt, das Sammeln ist ziemlich entspannt. Ich frage mich nur, ist da unten jetzt noch ein Loch oder ist das echt alles schon. Wie gesagt, das ist jetzt eher mein zweiter Tag hier in Landmark, wo es einfach noch darum geht zu erkunden, wie funktioniert das alles, wo finde ich was, wie klappt das mit dem Abbau, überhaupt wie funktioniert das Spiel, was von dem Spiel schon da ist. Weil aktuell geht es ja eben einfach nur darum, Ressourcen zu sammeln, ein bisschen zu kräften und dann vor allen Dingen zu bauen und zu basteln. Ich glaube, da war jetzt gerade so ein, also so zum Beispiel, dies ist so ein einzelner Brocken, der da sozusagen mitten in der Luft hängt. Und zack, ist er weg. So, dann mal nachschauen, ob jetzt hier alles weg ist. Also hier scheint jetzt nichts mehr in der Nähe zu sein. Und jetzt mal raus aus dem Loch, das ich hier gebuddelt habe. Ja, also in dem Loch ist hier nichts mehr drin, sonst würde hier noch irgendeine Nummer angezeigt werden, die deutlich näher ist. Alun. Alun, denke ich mal, ist ein Name von einem anderen Mitspieler. Müssen wir mal schauen, das müsste ich auch auf der Karte sehen, wenn sich hier direkt einer, ja, in der Nähe aufhält. Das ist sozusagen ein anderer Mitspieler, der hier vielleicht auch gerade an irgendeiner Erzader rumknabbert. Wie oft und wie schnell hier irgendwelche Sachen refreshed werden, weiß ich noch nicht. Da unten. Mal gucken, ob das die Ader ist, wo der andere dann dran gerade abarbeitet. Sich mal eben so ein paar Meter durch den Stein zu buddeln. Ah, da ist zum Beispiel auch etwas. Da natürlich hier auch diese ganzen, ja, das Ganze ziemlich tief geht. Gibt es auch so ein kleines Hilfstool? Mal überlegen, wo habe ich das jetzt draufgelegt? Ah ja, genau hier. Damit kann man sich dann sozusagen mit so einem Kletterhaken, von einfach irgendwelche Wände hochhangeln, was teilweise auch recht notwendig ist. Was im Moment, was ich noch nicht weiß, ob es ein Bug oder ein Feature ist, ist, wenn ich dieses Teil benutzt habe. Wie man hier im Moment sehen kann, wird sozusagen der ganze Raum plötzlich hell erleuchtet. Ob das jetzt den Funkenschlag darstellen soll, weil dieses Ding irgendwo gegenschlägt, oder ob es eben, wie gesagt, einfach ein Bug ist, kann ich nicht einschätzen. Aber es geht dann nach ein paar Sekunden auch wieder aus. Es ist sehr praktisch gewesen, weil die andere Höhle, in der ich gewesen bin, ohne das Grün, die war unglaublich deutlich dunkler. Und da waren die Farben halt sehr schlecht zu erkennen, entsprechend. Deswegen ist so das nächste Ziel dann auch zu versuchen, irgend so ein Leuchtelement irgendwie zusammenzubauen. Aber
jetzt erstmal hier runter und gucken, wie ich jetzt an dieses Ding da am geschicktesten rankomme. Weil irgendwo da unten direkt liegt das Teil. Und 50 Meter ist jetzt nicht wirklich so eine große Entfernung. So dass ich davon ausgehe, dass es jetzt nicht durch einen anderen Weg direkt da zugänglich ist. Vor allem, weil ja auch sozusagen hier dieser virtuelle Teil schon angezeigt wird. Das heißt, es schimmert ja sozusagen durch. Also probiere ich mal einfach, mich da durchzuschlagen. Und ich hoffe mal, dass es dann auch wieder ein Silber ist, weil wir brauchen ja sowieso jetzt eigentlich nur Silber und irgendeine Silberquelle, an der dann direkt So, jetzt bin ich in der Ich-Perspektive. Das ist an der Stelle ein bisschen angenehmer, als wenn man den Kopf so direkt vor der Nase hat. Und dass der jetzt einfach mal... Ja, ich schätze das mit den... Den Frames ist ein bisschen schwierig. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich nicht genau einschätzen kann, wie hoch die Datenbandbreite aktuell ist, die für das Spiel immer wieder übertragen werden muss. Aber ich hoffe, dass trotzdem einige Bilder oder einige Eindrücke zumindest gewonnen werden kann. Ich werde nachher auch gleich nochmal dann auch wieder nach oben gehen. So, okay, weiter nach vorne. Das heißt sozusagen, dieses kleine Stück sind jetzt auch schon wieder 5 Meter gewesen. Das heißt, also 30 Meter sind ziemlich schnell hier aufzubekommen. Es wirkt jetzt bloß eben etwas zögerlich, weil eben auch der Ping jetzt nicht so schnell ist, um die Daten zu übertragen. Ja, jetzt geht das Ding schon wieder aus. Da unten ist vielleicht dann doch noch irgendwas, eine andere Höhle. Okay, jetzt wird der Ping wieder deutlich besser. Was war das denn jetzt? Ah, das war wieder Kohle. Also die Kohle wird einfach so zwischendrin gefunden und Essence of Earth ist auch einfach ein Zufallsprodukt, wenn man irgendwo Steine, Erde oder irgendwelche anderen Materialien abbaut. Ist auf jeden Fall lustig, dass ich da gleich wieder irgendwelche Dinge aus... Okay, jetzt muss ich die Höhle ein bisschen größer machen, sonst kann ich da nicht nach vorne laufen. Logischerweise. Im Endeffekt der einzige Unterschied, hier kriegst du es deutlich schwerer, irgendwelche Kanten und Ecken zu machen, weil eben alles so schön gleich abgerundet und irgendwelche runden Dinge halt gemacht werden draus. Es wäre ja zumindest sehr vorteilhaft, wenn das Ding schon so tief liegt und anscheinend nicht irgendwie einfacher erreichbar ist, dass hoffentlich da auch diese Kristalle dabei sind. Das war wieder ein Stück Kohle. Ja, das ist natürlich der Vorteil, weil ich schätze, das hat jetzt eben damit zu tun, dass ich das Discovery eben erhöht habe. Dass das Ganze jetzt so oft auftaucht. Neben diesen Sachen gibt es hier anscheinend auch noch, also was ich zumindest bisher gefunden habe, ein Fragment. Das kann ich mal kurz zeigen. Weil hier sind ja sozusagen diese ganzen Abbauprodukte, was man mal so gefunden hat, die auch nicht das Inventar belegen, sondern einfach sozusagen diesen Werkzeugrucksack. Und eins, was ich bisher gefunden habe, ist so ein Talisman-Fragment. Diese Dinger werden gebraucht, beziehungsweise drei davon werden an der Stelle benötigt, um ein Restored Relikt, also ein wiederhergestelltes Relikt zu bauen. Und mit diesem Relikt oder mit diesem Stück kann man dann die Werkzeuge noch upgraden, soweit sie halt Update-Slots haben. Also das steht dann, also die haben keine. Hier steht zum Beispiel, die Tin Axe hätte Max die Möglichkeit, 2 Upgrades zu machen. Aber bisher, nachdem ich nur ein so ein Teil gefunden habe, wird es wohl noch eine ganze Weile dauern, bevor ich da irgendwas zusammen habe,
mit dem ich dann hoffentlich auch die Items verbessern oder upgraden kann. So, 23 Meter. Und der Kopf ist zu groß. Muss ich noch etwas Stein wegnehmen. Dass ich jetzt hier immer noch nebenbei eine ganze Menge Steine abbaue, ist gar nicht mal so verkehrt, weil um diesen ersten Brennofen herzustellen, brauche ich irgendwie, ich weiß nicht, es waren 21.000 Steine. Und nochmal im Inventar, also ich habe jetzt aktuell, das ist Marble, mal gucken, wo ist Stone? Okay, ich habe jetzt zumindest 54.000. Okay, wenn es 54.000, dann mal nachschauen, dann waren es bestimmt 210.000. Ja, das mit dem Chat ist irgendwie immer ein bisschen unpraktisch an der Stelle. Weil der taugt da nicht so wirklich was. Weil der verdeckt dann immer das Menü und dann kommt man an die Einträge nicht ran. Und das war, glaube ich, so die ersten Refining Stations. Nee, der ist das nicht. Also von den Stations finde ich noch im Moment das sehr unübersichtlich, weil das eine ist Alchemy Station, Refining Stations, gibt dann hier welche, dann gibt es hier Crafting Stations und Refining Stations, genau, die Stone Forge. Genau, ich brauche 2100 von diesem Pile of Worked Stone und soweit ich weiß, brauche ich jeweils 100. Das heißt, ich brauche 210.000 Steine, um sozusagen diese Komponenten für die Stoneforge herzustellen. Ich gucke nochmal nach. Pile of Worked Stone, genau, also 100 Stück pro Einheit. Das heißt, ich kann aktuell 500 herstellen und brauche halt dann nur noch einige, noch 1600 dazu. Also entsprechend ist es überhaupt kein Problem, hier einfach Löcher in die Gegend zu buddeln und irgendwelche Steine einzusammeln. Weil gebraucht werden sie alle mal. So. Stück für Stück. Mal gucken, wann der erste. Und nachher kommt dann die Meldung. Also ich weiß ja noch nicht genau, ob es Silber ist oder ob es nicht eventuell ein anderes Metall ist, weil ich bin hier auf einem Tier 3 und meine Axt kann aktuell eigentlich erst Tier 2. Abbauen. Ich glaube, da unten ist ein Loch. Ja. Okay. Damit hat sich zumindest die Quelle erklärt. Aber ja, das ist, glaube ich, ein Metall-Tungsten-Pick. Also Rohkobalt kann ich noch gar nicht abbauen. Das heißt, dass wir uns da gerade durch das Loch, durch das Ding durchgegraben haben, war leider sinnlos. Okay, aber das bedeutet auch, dass diese Adern tatsächlich irgendwo einen Übergang haben. Man muss ihn halt dann nur finden und den richtigen Zugang zur Höhle finden. Da ich jetzt so ziemlich überhaupt keine Ahnung habe, wo ich jetzt hier aktuell überhaupt stecke und was hier sinnvollerweise gemacht werden kann, suche ich mir jetzt mal eine andere Höhle und mache, wie ich das vorhin gesagt habe, und gehe zum... Also gut, erst gucke ich nochmal auf der Karte nach. Das heißt, hier bin ich eigentlich reingegangen und hier drüben bin ich jetzt in irgendeinem Höhlenbestandteil. Also die sind deutlich größer als diese Felder hier es vermuten lassen. Aber dann gehe ich als nächstes mal da hinten hin. Aber wie gesagt, erstmal Evacuate to Safety. Einfach um dort wieder auf die Oberfläche zu kommen. Okay, aktuell sieht es jetzt wieder ganz gut aus mit der Datenübertragung. Aber schauen wir mal, wie das dann weitergeht. Leider ist es auch keine Möglichkeit, irgendwie schneller wieder hier zum Zentrum zu kommen, weil es ist einfach, man wird einfach linear nach oben auf die Oberfläche sozusagen transportiert, teleportiert. Und jetzt muss ich kurz schauen, wie der Kompass ausgerichtet werden muss, damit ich in die richtige Richtung laufe. Weil das, was ich schade finde, ist, dass es hier überhaupt noch keine Form oder gar keine Minimap oder irgendwas gibt. Aber gut, wir sind hier am Anfang der Closed Beta, die gerade ihre Alpha hinter sich hat. Das heißt, es ist alles noch sehr neu und es sind sozusagen erst grundlegende Mechaniken anscheinend drin. Einfach, dass die Systematik funktioniert, dass einige Sachen gemacht werden können. Ach ja, klar,
aus der Ich-Perspektive hier mal wieder rauszoomen und einfach diese Landschaften anschauen. Im Moment ist wieder Nacht. Und wenn ich jetzt sowieso schon hier dabei bin, also dieser Biom ist ein Dschungelbiom. Das erkenne ich daran, dass er hell ist statt dunkel. Weil das sind sozusagen, also dieses etwas heller hier ist eigentlich Dschungel und das da unten, weiß nicht, das ist irgendwie alter Wald, irgendwas älteres. Auf jeden Fall hier im Dschungel kann ich dann gleich mal noch Ausschau halten, eben nach diesen Palmherzen oder nach den Bäumen, aus denen ich Palmherzen schlagen kann. Weil witzigerweise oder leider bedauerlicherweise sind diese dicken Palmen hier, von denen ich ja angenommen hätte, hey, Palme ist Palme, aber von denen bekommt man halt diese speziellen Palmherzen nicht. Da gibt es nur die normalen Hurtwoods, die natürlich auch gebraucht werden, aber davon habe ich aktuell noch genug. Und deswegen, weil Palme ist schon richtig, aber es gibt sozusagen solche schlanken Bäume, die dieses Palmenmuster dann tragen. Mal gucken, ob hier irgendeine auftaucht. Weil wie gesagt, ich weiß nicht, nach welchem Muster die zurückgesetzt werden. Das kann ich gleich mal noch gucken. Ist das hier erstmal, wie groß die ist? Ah ja, genau, okay, doch, da wird es angezeigt. Und gleich mal wieder aktivieren. Ist das jetzt auch Silber? Ja, ist auch Silber. Dann baue ich die mal eben noch ab. Ist natürlich auch einfach, wenn die einfach von oben mitgenommen werden können. Vor allen Dingen ist das Dirt natürlich Tungstenohr. Das war doch gerade eben noch Silber. Okay, deswegen wahrscheinlich auch die zwei Richtungsangaben, oder beziehungsweise die zwei Marker, weil das zwei unterschiedliche Metalle waren. Okay, das Tungstenohr geht sozusagen von hier aus los. Und das andere war dann nur ein ganz kleiner Brocken mit Silbererz. So. Was auch noch ein komfortables Feature wäre, ist sozusagen schnelles Umschalten zwischen irgendwelchen Ausrüstungsgegenständen. Weil aktuell kann ich dort leider nicht direkt einfach so diese zwei Ringe bzw. diese zwei Accessoires austauschen, während die zwei dann die Geschwindigkeit erhöhen, mit der ich laufen kann. Das wäre natürlich gut, wenn ich einfach auf der Oberfläche von irgendwo hin und her laufe, um bestimmte Orte zu erreichen, um ins Zentrum zu kommen, um mich auf andere Inseln zu teleportieren oder Vergleichbares. Und während ich natürlich, wenn ich hier sowieso am Abbauen bin, dass ich dann einfach schnell auf diesen andere Ausrüstungsset umswitchen kann. Weil wie gesagt, ich bin gerade erst ein, zwei Tage, also gerade erst den zweiten Tag dabei, mir mal das Spiel überhaupt anschauen zu können. Und habe mich jetzt noch nicht sehr stark damit beschäftigt, was macht das Spiel, wie entwickelt es sich, wo ist überhaupt der aktuelle Status. Ich hatte eben nur mitbekommen, vor einigen Wochen, wo die Alpha sozusagen beendet wurde und es darum ging mit diesem Server-Vibe und dass dann die ganzen Strukturen, die gebaut wurden über die verschiedenen Voxel, also dass man die als Grundlage, also dass man die irgendwie abspeichern konnte. Hier ist, was ich vorhin erwähnt habe. Dieses ganz kleine Ding, was da rumschwirrt, die wird jetzt auch in dem Prospektor noch angezeigt. Gehe ich zumindest davon aus, genau, 2 Meter, also zumindest das hier noch was ist, leuchtet auch. Aber sie hängt sozusagen in der Luft und mal gucken, wie viel sie bringt. So, das war noch ein Tungstenohre, der sozusagen da rumhängt. Da ist auch noch einer. Den bauen wir auch noch ab. Na komm, mach. Hau drauf. Hau drauf. Okay. Okay. Also wie gesagt, das mit dem Lag, ich nehme an, dass es mit dem Livestream zu tun hat, weil beim letzten Mal ist mir da jetzt nichts in dieser Hinsicht aufgefallen, dass der Ping so schlecht war. Es kann aber auch damit zu tun haben, dass da heute irgendwelche Login-Schwierigkeiten existierten und deswegen vielleicht irgendwas langsamer in der Verbindung ist. Wie gesagt, dazu kann ich
zu wenig einschätzen. Dazu habe ich zu wenig bisher Gelegenheit gehabt, das Spiel einfach mal auszuprobieren und daran unterwegs zu sein. So, jetzt will ich bloß ganz kurz was nachschauen. Okay. So. Ja. Okay, danke für den Hinweis. Aktuell bin ich eigentlich auf einem EU-Server, zumindest war ich es beim letzten Mal. Zumindest einen auf den beiden. Das heißt, einen viel besseren Ping werde ich da wahrscheinlich nicht bekommen. Aber ich werde es mal im Auge behalten, beziehungsweise ich kann ja danach mal schauen und probieren, mal eben auf einen anderen Server zu wechseln, ob es da dann besser ist. Okay, also wie gesagt, ich war bisher auf dem Satisfaction EU. Mal gucken, ob auf dem Understanding, auf dem anderen EU-Server, ob da aktuell eine bessere Verbindungszeit da ist. Die einzige Schwierigkeit, die ich bisher bemerkt habe, war vor allen Dingen, dass das Spiel öfter mal beim Laden dieser Inseln hängen bleibt. Vor allen Dingen, als ich auf der Suche nach diesen Bäumen gewesen bin, war die Schwierigkeit, dass da eben, ich weiß nicht, so zwischen 5 und 10 Inseln, sobald ich da oft genug gewechselt habe, so, wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich, glaube ich, auf der gleichen Insel. Und okay, also auf jeden Fall ist im Moment zwar nicht optimal, aber zumindest um einiges tiefer. Okay, also danke für den Hinweis. So, dann laufe ich jetzt da oben in die Richtung und dann schauen wir uns die Ecke da hinten an. Das ist allerdings außerhalb des Dschungels. Aber schauen wir mal, was da hinten zu finden ist. Also Richtung etwa in diese Richtung. Dann kann ich ja noch einen kleinen Ausblick auf die Sachen geben, die hier so unterwegs zu sehen sind. Oder die gerade noch geladen werden. Okay. Also wie gesagt, ich habe ohnehin auf dem EU-Server, auf dem anderen EU-Server gestartet. Ich weiß nicht, ob es vielleicht mit dem Login noch irgendwas zu tun hat, dass das auf die anderen Server auch umgeleitet wurde. Aber ich werde es mal weiter im Auge behalten. Okay. Da hinten hat auch jemand schon eine ganze Stadt sozusagen in den Felsen gebaut, oder zumindest eine Festung. Ich bin sehr gespannt, wie weit sich das dann tatsächlich nachher für das Spiel von EverQuest selbst auswirkt, dass diese ganzen spielergeschaffenen Inhalte dann sozusagen Städte begründen oder irgendwelche Landschaften ergeben. Greismühl Village. Auf jeden Fall ist es schon unglaublich, was sozusagen einfach mit diesen Voxeln, mit dem Baustein und so weiter alles möglich ist, was da gebaut und gemacht werden kann. Bis jetzt bin ich noch gar nicht auf Erkundungstour gegangen, weil ich will ja einfach erstmal selber ausprobieren und gucken, wie kann ich Sachen abbauen, wie kann ich Dinge machen. Und ja. Bei einer Sache bin ich schon vorbeigekommen, da hat jemand sozusagen eine komplette Untergrundbahn in seinem Dings da reingebaut. Also jetzt keine, wo der Zug rumfährt oder so weiter, aber wirklich so nachgebaut. Einfach die Waggons mit einer Station und so weiter. Mal gucken. Die Aussicht von hier oben genießen. Ich hoffe nur, dass ich hier irgendwo rausspringen kann und nicht die ganze Treppe wieder runterlaufen muss.
Im Moment kann ich auch nicht einschätzen, wie viele Tage, Wochen sozusagen notwendig sind, um solche umfangreichen Sachen dann zusammenzubauen. Weil mit den Mustern und so weiter gibt es natürlich einige Elemente, die man dann sozusagen in immer größeren Blöcken mit zusammensetzen kann. Oh, cool. Und auf welcher Insel baust du den aktuell, Zell? Vielleicht kann ich ja mal kurz vorbeischauen, kann ich es mir mal angucken. Das Schönste ist echt hier rumzuspringen und dass man hier einfach überall rumlaufen kann. Mal gucken, genau. Mit der Kamera ist, je nachdem, wie die Objekte gerade liegen, kann ich umso weiter rauszoomen. So wirklich mal so einen kompletten Blick auf diese Stadt. Aber sobald was ist, versucht die Kamera sozusagen automatisch mich dann runterzukriegen. Ah, okay. Naja, ich habe meinen einen auch schon verbraucht, den ich irgendwie zum Start bekommen habe. Ah ja, das ist dann das da. Und ein Beachhaus. Beachhaus hast du auch schon gebaut. Okay, gucken wir doch mal hin. Zuck, weg bin ich. Gut, eine kurzer Abstepp. Ja, genau, habe ich jetzt gar nicht drauf geschaut. Ich weiß gar nicht, ich würde eigentlich. Wird eigentlich Server und alles dann automatisch passend gewechselt? Ah ja. Frisch unter Wasser. Hey. Wie komme ich von da jetzt hoch? Da bin ich irgendwo unter das Wasser teleportiert worden oder irgendwo zu weit unten. Okay, jetzt stehe ich drin. Hier ist das große Bettenlager. Ne, das sind die Tische, oder? Baust du das aktuell alleine oder nimmst du da, also baust du das in Gruppenarbeit auf? Hier sind die Waschbecken, Toiletten oder sowas ähnliches. Hier ist noch viel Platz für Kampfräume, Trainingsräume und ähnliches. Wie lange baust du dann aktuell schon an dem, ja, an dem Gildenhaus? Einfach mal, um einen Eindruck zu bekommen, wie lange sozusagen sowas überhaupt braucht, um das aufzubauen. Alles.
Nein. Bin ich jetzt durch den Boden gefallen? Auf jeden Fall sehen die Nebel sehr lustig aus. Oder das Wasser. Okay. Also ich weiß noch nicht genau, was das mit diesem sozusagen Fallen durch den Boden zu tun hat. Nee, doch, hier war ganz normale Treppe, okay. Achso, die Löcher sind immer etwas dann schwer zu erkennen. Ah, okay. Jetzt ist von der Lichtqualität besser. Jetzt sehe ich, dass ich hier. Aber es ist ja spannend, dass das Wasser dann einfach so hier rumplätschert. Wie hältst du das Wasser im Zaum, dass es hier nicht wegsprudelt? Okay, also der Keller wird noch eingerichtet. Gut, ich gehe dann jetzt mal wieder auf Erkundungstour. Beziehungsweise ich schaue noch bei deinem Beachhaus vorbei. Wo hattest du gesagt, das liegt nördlich vom Gildenhaus? So, im Norden. Ah ja. Da kannst du ja noch dann richtige Bäume reinsetzen in die runden Sachen. Wie weit ist es, ist das Beachhaus weg? Mal gucken, müsste ich ja auf der Karte. Und das da hinten. Ist das das Beachhaus? Das auch, also die Karte kann im Endeffekt sehr weit rausgezoomt werden, aber auch schön weit reingezoomt werden, sodass tatsächlich einige Details sogar zu erkennen sind. Ist natürlich dann bloß ein bisschen schwierig, alle Kamerarichtungen richtig zu drehen. Weil es ist eben nicht nur die Draufsicht, sondern auch diese schräge Reihensicht, um dann die Karte zu schieben, zu drehen, zu zoomen. Okay. Gut, dann laufe ich da jetzt nochmal rüber und dann versuche ich hier daneben in die Dungeons reinzukommen. Also das lila leuchtende etwas da leitet mir den Weg. Dann nehme ich jetzt nochmal kurz die Items umzustellen, damit ich etwas schneller laufen kann. Immerhin bringt so ein Item, muss man mal nachschauen, aber ich glaube, es waren 10 und der andere hat sogar 20% Geschwindigkeitsvorteil. Ich weiß aber nicht, ob der Geschwindigkeitsvorteil beim Schwimmen hilft. Platsch, platsch. Da spritzt das Wasser in den Fontänen. Ich weiß gar nicht, warum das Spiel aktuell so. Oder warte mal. Ah, okay. So, jetzt auch wieder mit ein bisschen Sound. Weil ich hatte vorhin für einen Test noch die Musik einfach von dem Ding abgeschaltet, von dem Spiel. Das heißt, auch jetzt kann man sogar das Wasser rauschen hören. Und wir sprinten dort hinüber. Und Delfin schwimmen. Die Axt brauche ich aber jetzt nicht. Auch unter Wasser sind einige Rohstoffe abzubauen. Das sieht auch nach Silberadern aus. Okay, dann machen wir mal den Zack. Okay. Wahrscheinlich dieser Grappling Hood, den gibt es ja auch in verschiedenen Ausbaustufen. Das heißt, je höher der dann die Qualität ist, desto länger ist auch die Reichweite. Lohnt es wahrscheinlich noch mehr, sich dann einfach zu ziehen. Auf jeden Fall ist es immer sehr schön, diese ganzen Sprünge und Überschläge. Und auch wenn der dann seitwärts Saltos macht, also
Es sieht alles sehr lustig aus, allein die Figur sich soll beim Laufen zuzuschauen. Kreispurzeln, Überschläge. Und da kommt auch schon das Beach House. Hey, das ist eine Public Viewing Leinwand, oder? Kann ich gleich mal wieder den Dings da benutzen und mich da hochziehen. Mit einer Wasserrutsche. Das sieht schön aus, das gefällt mir. Das ist wahrscheinlich dann auch die Schwierigkeit, das ganze Metall zusammenzusammeln. Wie sieht es eigentlich dabei aus? Wie schwierig ist es eigentlich, an die Metalle zu kommen? Weil ich habe noch keine Ahnung, wie weit sich die Ressourcen und die Lagerstätten überhaupt erneuern. Passiert das unter Tag? Sind das Serverwartungsarbeiten, wo sich die Inseln dann an den Bereichen wieder reparieren in irgendeiner Form? Weißt du das? Kleine, feine Grotte. Ist doch bestimmt unten mit Marmor ausgelegt. Dein Terrarium. Ah, okay. 10 Minuten, das ist ja super. Dann kann ich da ja in Ruhe und erfolgreich Sachen abbauen. Das heißt, wenn ich am einen Ende von so einer Höhle die Sachen abgebaut habe, dann kann ich an der nächsten Ecke wieder anfangen. Mit Fliegennetzen. Falls Fliegen eingebaut werden, bleiben die gleich draußen. Ist ja lustig. Unterschiedliches Clipping. Das ist eher das Wasser da draußen, was diese Netzstruktur ergibt, oder? Ja. Okay. Dann Kopfsprung ins Wasser. Okay, kein Kopfsprung, aber ab ins Wasser und jetzt auf zur Höhle, die hier direkt angrenzen müsste, da unten. So wie es aussieht, sieht man da durchaus die Eingänge. Das heißt, es sollte also direkt von oben zugänglich sein. So, jetzt muss ich kurz gucken, dass ich die richtige Richtung laufe. So. Und dann hier runter. Irgendwo hier ist das Loch in der Landschaft. Oder? Ja, noch ein Stück weiter. Ja, genau. Die, achso, bei der Gildendings. Genau, aber jetzt haben wir ja schon eine. Da vorne sehe ich schon die Löcher. Und dann hoffe ich mal, dass da unten... Silber gibt es doch in... Das ist jetzt... Tier 2. Da sollte es ja auf jeden Fall noch Silber geben. Ist das Silber? Ja, Elemental Ore. Nee, das war jetzt Eisen. Das muss ich nochmal nachschauen. Das Einzige, was mich auch ein bisschen nervt, ist, dass sobald man da irgendwie ja, den größeren Server wechselt, also beim Inselwechsel passiert es nicht, aber wenn man so einen Relog gemacht hat oder einen Server wechselt, dass dann immer wieder diese Informationen hier vergessen werden. Also es ging darum, dass ich auf die nächste Axt will. Das ist die Silber-Axt.
Und dazu wollte ich zumindest noch den Silberbahn treffen. So, den da. Damit ich einschätzen kann, wie viele von den Silberbahnen ich habe. Also 9 Stück sind da schon möglich. Das passt soweit. Das heißt, mir fehlt jetzt eigentlich nur noch. Okay, das ist ein Tier 3. Aber in Tier 2 sollte ich es auch schon finden können. Also irgendwo da unten. Ja. Genau, das heißt, ich brauche aber vor allen Dingen noch die Silberlagerstätten, dann um hoffentlich irgendwo so ein Topaz-Zeug in der Nähe zu finden. Weil einzeln sind die, soweit ich weiß, immer schwerer zu finden, aber hoffentlich an irgendeiner Ader mit dran. Aber wenn ich gerade hier bin, werde ich auch gleich das Eisen mitnehmen. Weil ich glaube, Rohstoffe sind sowieso immer alle zu gebrauchen. Ich muss sagen, langsam gewöhne ich mich daran, weil am Anfang, wo ich dann auch so in der Ich-Perspektive, finde ich es ein bisschen nervig, wenn einem die Brocken alle immer direkt ins Gesicht fliegen. Aber naja, langsam finde ich es ganz lustig. Dann geht es weiter nach unten. Okay, lustigerweise oben ist alles eher Sand und hier unten. Hopp. Wieder ein bisschen hochgucken. Da oben ist noch der Rest von der Eisenader. Genau, was natürlich auch dann noch so ein gewisser Lerneffekt ist, wobei es hier auch eine ganz gut ausgebaute Hilfe dafür gibt. Die ich auch erst dann später entdeckt habe, dass die so umfangreich ist, zu gucken, wie diese verschiedenen Metalle tatsächlich aussehen. Da kann ich mal kurz noch zeigen, und zwar beim Resource Guide. Da gibt es sozusagen wirklich eine Übersicht über die ganzen Metalle. Ich weiß nicht, ob sie komplett vollständig ist, aber ich gehe mal davon aus. Zum einen die Übersicht, wo sie zu finden ist und welche Axt oder welche Spitzhacke man dafür braucht in dem Fall. Und ja, die Gemstones. Genau, und jetzt geht es darum, dieses Silber zu finden. Das, was ich jetzt gerade abgebaut habe, war Eisen, das etwas dunkler ist. Und eben Silber, diesen. Ja, schauen wir mal, wo wir das finden. Also, hier geht es doch irgendwo runter. Da. Irgendwie sieht der Eingang etwas ähnlich aus wie zu der Höhle vorhin, obwohl wir uns im Moment ganz woanders befinden. Ist das so? Das ist Tin. Auch gut, aber nicht das, was ich im Moment suche. So, mal schauen. Ein bisschen Ausschau halten. Wo hier irgendwelche verborgenen. Sollte ich mir vor allen Dingen ein bisschen merken, dass ich hier jetzt nach rechts gelaufen bin. So, entweder komme ich hier von der anderen Seite auch noch ran. Wahrscheinlich, dass ich hier irgendwie rumlaufen kann. Hey. So, jetzt mit dem. Aber es sieht doch nach Silber aus, oder? Oder es ist Tin? Ist auch Tin. Okay, also ich habe es noch nicht so ganz raus, wie diese verschiedenen Sachen aussehen. Genau, also das eine ist dieser Ore Prospector, den habe ich schon. Und für das andere, da brauche ich leider noch dieses Riesen. Also da brauche ich irgendwelche komischen Sachen halt noch. Mal gucken, Tinker, das war die Utilities. Genau, den Ground Sounder. Dazu fehlen mir vor allem noch das Agate. Ja, eigentlich fehlt mir bloß noch das Agate. Den kann ich jetzt aber wieder mit dem Ore Prospector nicht finden. Aber naja, dazu muss ich ja nur Kupfer suchen. Und hoffen, dass ich beim Kupfer dann dieses Agate-Zeug finde. Wobei ich noch nicht genau weiß, also sozusagen die Resonatoren ist ja eigentlich nur noch ein Echo-Teil, ne? Wenn ich das richtig gelesen habe. Aha, die sind für Gemstones. Okay, alles klar, dann weiß ich jetzt, dass ich damit die anderen machen kann.
Gut, dann ist das die nächste Aufgabe. Dann werde ich mir gleich mal das Ding einstellen und sagen, dass ich das jetzt bitte tracken möchte. Und ja, dafür werde ich allerdings dann nochmal auf eine andere Insel müssen, weil das brauche ich dann eher auf einem Tier 1 Level. Okay, aber Tinnore ist jetzt auch nicht das, was ich suche, sondern ich will ja eigentlich Silber farmen, damit ich die nächste Axt benutzen kann. So, das ist auch wieder Tin. Vor allen Dingen kann ich ja dann auch schon wieder umstellen. Die beiden Discoveries erhöhen, damit ich natürlich diese Spezialsachen und die blauen Items besser finde. Stark Orange, Gelb. Genau, das Agate gibt es auf den Tier 1 Maps. Aktuell sind im Spiel Inseln von Tier 1 bis Tier 4 sozusagen verfügbar. Was ist das denn? Hatte jemand seinen Claim draufgesetzt oder was ist das? Also da dürfte nicht direkt der Claim durchgehen. Vielleicht irgendeine Lichtreflexion. Kommt hier irgendwo Licht durch? Ist ja lustig. Oder es ist ein Clipping-Fehler. Das kann natürlich auch sein. Sieht eher nach einem Clipping-Fehler aus. Das sieht nach Licht aus. Ich frage mich nur, wo das herkommen soll. Naja, manchmal leuchten hier unten auch irgendwelche Sachen, wovon ich noch nicht genau weiß, wo die herleuchten. Na komm, bewegst du dich nicht. Okay, jetzt bin ich wieder irgendwo unten gelandet, bei einer Leuchtepflanze. Das ist zum Beispiel auch spannend. Also noch habe ich kein Werkzeug dafür, um Pflanzen abzubauen. Die brauchen einige höhere Rohstoffe. Aber das ist dann zumindest. Was ist denn man das? Sieht ja putzig aus. Hey, da ist eine Ader direkt unter meinen Füßen. Das kleine Ding da vorne. Bist du jetzt Silber? Nee, das gibt's ja nicht. So anders sah das doch nicht aus. Aber mehr sind hier direkt nicht anliegend. Genau, die Ice Cave, das muss das gewesen sein, wo ich sozusagen beim ersten Besuch von den Caves, da habe ich mich irgendwie einfach von oben aus durchgebuddelt, weil ich keinen Eingang gefunden habe und dachte mir, okay, jetzt probiere ich mal, wie weit ich hier nach unten komme. Einfach um rauszufinden, bei Minecraft zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, was dann unten, also es ist Lavabrocken und Obsidian konnte man noch abbauen und dann gab es irgendwann, gab es aber einen Felsen, den konnte man selbst mit der besten Axt nicht mehr abbauen. Hier habe ich jetzt nach dieser nach der Cave nicht weiter gebuddelt. Also ich habe noch keine Ahnung, wie tief es hier sozusagen reingeht. Beziehungsweise wie das Spiel löst, dass ich mich sozusagen nicht durch die ganze Kugel durchbuddeln kann oder was auch immer die Inseln sozusagen orientiert sind. Okay. Jetzt mal gucken. Ist auch alles. Ne, das ist jetzt Aquamarine. Okay, also das ist jetzt ein von den. Ja, ein von diesen Gemsteinen. Ich denke, die beste Strategie ist dann jetzt erstmal zu wechseln. Ich werde auf ein Tier 1 zurückwechseln. Zum Beispiel mein Heimatrevier ist sozusagen auf Dune, auf dem einen EU-Server, auf dem Satisfaction. Und dass ich da mal nach Hause schaue. Allerdings habe ich eben selber noch nichts weiter gebaut.
Genau, das ist jetzt wieder so eine Kombination, wo sozusagen hinter dem, also hinter dem Gem in Kombination eben das Metall liegt. Genauso wie umgekehrt hinter einem Metallader sozusagen dann der auch eben diese Gems liegen können. Und da gibt es bestimmte Verbindungen, die dann eben auch angezeigt werden bei den jeweiligen Beschreibungen. So. Okay, also Zell hat mir gerade geschrieben, dass sozusagen das nach unten buddeln locker mit einem guten Werkzeug noch 30 Minuten nach der Cave dauert, also irgendeine Tiefe rechnerisch von 30 Kilometern ergibt. Aber ja, mal schauen, ob ich, wie gesagt, ich bin nicht sicher, wie lange ich die Möglichkeit habe, das Spiel tatsächlich auszuprobieren, weil ich habe wohl einen 7-Tage-Zugang bekommen. Auch wenn nirgendwo steht, dass es ein 7-Tage-Zugang ist. Aber auf jeden Fall ist es interessant, einfach mal anzuschauen und hier ein paar Sachen abzubauen. Ich hoffe, die Sachen bleiben sowieso erhalten, wenn es dann später weitere Möglichkeiten gibt, hier aktiv zu werden. Und mal schauen. Vielleicht reizt es mir ja tatsächlich genug, um da den, zumindest den Founders Pack. Okay, ja, bis jetzt habe ich sozusagen erstmal den ersten bekommen per Mail, oder beziehungsweise ich habe eben keinen Key bekommen, sondern ich habe einfach nur das Ding runtergeladen. Ich musste zumindest gar keinen Key eintragen, deswegen kann ich jetzt nicht wirklich einschätzen, was das jetzt eigentlich heißt oder nicht heißt. Aber mal schauen. Nachdem... Okay. Deswegen, also ich werde noch schauen, sozusagen die Woche einfach nutzen, das mal ein bisschen zu erkunden und ob ich Spaß dran habe, hier was zu machen. Weil grundsätzlich wartet immer noch Wildstar. Bisher bin ich bloß dazu gekommen, meine Add-ons mal immer wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Aber ich habe Wildstar noch nicht ausreichend gespielt, um schon wieder ein anderes Spiel anzufangen. Genau, jetzt muss natürlich erst wieder zu den Maps zurück. Das ist sozusagen dann die Lauferei, um dahin zu gehen, um dann wieder die Karte zu wechseln. Zumindest habe ich, wenn man nicht den Teleporterstein hat, noch nichts anderes feststellen können, wie man das am geschicktesten löst. So. Und jetzt dann Richtung Zentrum Norden rechts unten. So. Noch ein bisschen durch die Landschaft laufen. Age. Habe ich noch nichts drüber angeschaut. Hier ist noch ein Friedhof mit Gruselkammer. Okay, gut. Hast recht. Wenn ich auf einen anderen Server will, kann ich auch gleich wechseln. Weil die Grauen Zaunder ist dann sowieso weg. So, dann gehe ich jetzt zurück zu den Satisfaction und gehe dann auf mein Dominion. Dominion, auf den Dune natürlich. Das hat mich zumindest angesprochen. Ich habe überhaupt zwar keine Ahnung, nach welchen Schemata die ganzen Inseln benannt sind. Scheint mir so kreuz und quer zwischen Landschaft, verschiedenen Planeten und irgendwelchen kunterbunten Namen zu sein. So, wo bin ich jetzt im Delta? So, jetzt wird wieder das ganze Zeug geladen. Und genau, dann kann ich jetzt gleich da hochlaufen und in Dune wechseln. Und da werde ich mit Sicherheit dann diese anderen Gems finden. So. Ab nach Hause. Zumindest habe ich mir in Dune aktuell eine Aussicht mit Wald, Bergen und Wasser auf einmal gesichert. Steht zwar noch nichts da, aber zumindest mein Claim habe ich eben auch gleich mal abgesteckt.
und mal sehen, wie weit ich diese Woche noch Gelegenheit habe, dort auch ein größeres Gebäude oder irgendeine Ansammlung hinzusetzen. So, Karte, mein Claim, unten rechts. Hey, es ist voller geworden. Okay, ja, aktuell 30 Frames. Aber hier ist eh nicht so viel Wald. Genau, dann laufe ich jetzt mal rüber zu meinem kleinen in Beschlag genommenen Hügelchen da hinten. Also Laufrichtung. So. Einfacher wäre es natürlich, wenn zumindest die Karte und das Spiel sozusagen den. Hier ist jetzt schon ein schöner Sonnenaufgang. Also wenn die beide den gleichen Kompass teilen würden. Das da oben könnte zum Beispiel schon sowas sein, weil es gerade so schön geleuchtet hat. Also entweder, also Kupfer kann das auf jeden Fall sein, oder wo ist der jetzt hin? Hat es irgendwo durchgeleuchtet. Auf jeden Fall, da vorne ist das Leuchtstelle. Ja, die Aussichten sind einfach beeindruckend. Und für Sonnenuntergänge ist auch gesorgt. Also reinzoomen in die Ich-Perspektive und dann die Aussicht genießen. Mit ersten Sternenhimmel und Sonnenuntergang. Dabei ist alles noch ganz hell aktuell. So, jetzt mal gucken. Okay, das ist normales Kupfer. Und dann laufe ich erstmal weiter. Ich weiß noch nicht, wie man die Überschläge genau reproduzieren kann. Auf jeden Fall ist es immer schön, wie er sich so schön nach vorne fallen lässt. Genau, los, berghoch. Okay, einfacher so. Eine senkrechte Bergspitze. So. Weiter. Krabbel, krabbel. Ja, meiner ist noch ziemlich kurz in der Reichweite. Lässt sich nicht so schnell. Das ist dann die nächste Aufgabe. Deswegen. Also es gibt. Ja, vielleicht zeige ich mal ganz kurz noch diesen Tech-Tree, einfach mal um zu zeigen, wie das Ganze sozusagen aktuell schon implementiert oder halt verfügbar ist. Also aktuell, Copperpick ist das Startwerkzeug, die Tin-Axe habe ich schon gemacht, das Iron-Pick auch, das sind sozusagen die beiden, die ich jetzt dabei bin. Die Silver Axe ist das nächste und dann natürlich die Tungsten-Pick und so weiter. Einfach mal, um diese Werkzeuge dann sozusagen aufzubauen. Und das ist sozusagen der Status, so Tier 6 für Werkzeuge, wo aktuell implementiert wird. Silver Sickle ist sozusagen das erste, womit man dann die Pflanzen ernten kann. Die sind dann auch in Ergänzung und natürlich entsprechend eine ganze Menge Crafting Station. Die eine habe ich ja vorhin schon erwähnt mit den. Ja, mit den Unmengen an Steinen, die das Ding braucht. Und ja, mit den anderen habe ich mich noch nicht weiter beschäftigt. Mal gucken, ab wann es dann darum geht, irgendwelche Klamotten oder andere Dinge zu bauen. Aber das bloß mal, um so einen ganz kurzen Blick zu geben. Ja, genau, die Miete habe ich schon eingezahlt. Ich muss mal gerade nachschauen. Genau, also als ich vor 2 Tagen, glaube ich, das Ding aufgebaut habe, habe ich sozusagen das Maximum eingezahlt, was da ging. Und ich glaube, einen Tag oder sowas kann ich jetzt wieder machen, weil mehr als 7 Tage oder 8 Tage geht, glaube ich, nicht. Genau, also aktuell mein Claim ist noch gesichert, was mir allerdings nicht viel nutzt, wenn ich ja danach nicht mehr ins Spiel kommen sollte. Dann wird die Woche einfach ablaufen. Aber mal schauen, vielleicht packt es mich ja doch und ich mache mich dann auf der Suche nach anderen Streamern, die diese Better Keys sozusagen raushauen. Genau, wo war ich auf dem Weg, nicht davon abkommen, noch weiter.
durch die Landschaft rennen, springen, laufen. Ich glaube, so für einige Minuten ist doch auch mal wieder ganz lustig, einfach dem beim Laufen zuzuschauen und die Landschaften zu genießen. Hey, da unten ist ein Palmherz. Die nehmen wir natürlich gleich mit. So, Axt rausholen und Palmherz schlagen. Kurze Pause, weil hier muss ich zumindest nicht die ganze Zeit die Maus gedrückt halten. An der Stelle sozusagen, bis der Baum gefällt ist, das macht er dann selbstständig. Ich darf eigentlich nur nichts, ich darf gar nichts anderes machen, weil sonst hört er immer wieder auf. Ja, genau. Sobald ich irgendwas zoome oder bewege, dann... Okay, da ist mein Palmherz. Das, wo ich da letztens Stunden verbracht habe und nirgends fündig geworden bin, obwohl ich dann zumindest in dem Wiki gefunden hatte, wie das Ding eigentlich aussieht. Aber es war einfach keins da. Aber schön zu wissen, dass es jetzt zu Hause auch Palmherzen gibt. Rennen, Speedy, rennen. Kann ich mal gucken, ob hier auch noch irgendwelche Dungeon-Eingänge sind. Also da ist wahrscheinlich ein Dungeon. Und hier in der Nähe von meinem Claim sind auch ein paar, das gefällt mir. Bin ja vor allem mal gespannt, wie stark sich die Claims, also man sieht ja schon, dass die sich ziemlich stark überlappen können, wie die dann, wenn die ausgebaut werden, wie weit es dann eben ziemlich schnell irgendwann an die Grenzen stößt. Aber ich habe auch schon andere Inseln gesehen, die noch sehr, sehr leer waren. So. Wie gesagt, das, was jetzt hier zu sehen ist, ist normalerweise alles Kupfer, wo ich ja nachher noch ein paar abbauen will. Zum einen tatsächlich, um meine Miete zu bezahlen. Dann kann ich da gleich noch ein bisschen was wieder aufladen. Und das andere könnten die... Ich mache mal das Recipient wieder an, weil den Ground Sounder will ich ja noch... Start-Tracking? Ja. Ist doch gar nicht aktiviert. Das ist jetzt anscheinend auch noch ein Bug, dass das nicht richtig zurückgesetzt wurde. Oder dass es noch nicht geladen ist. Dann ist irgendwas noch nicht... So, okay, jetzt ist es neu geladen. Genau, also es ging ja um die Agate, die ich noch benötige. Hallo? Okay, im Moment will er nicht so richtig. Aber jetzt kann ich trotzdem mal probieren, ob das hier Agate ist. Ja. Das ist doch schon mal sehr gut. Das heißt, damit kriege ich schon mal weitere Teile zusammen für eben diesen anderen Sounder, mit dem ich dann auch in der Lage bin, diese Rohstoffe leichter zu entdecken. Das ist natürlich in dem braunen Boden etwas schwierig zu sehen. Genau. So gegen das Licht sieht es sozusagen, es ist irgendwie schwer erkennbar gegenüber dem braunen Boden. Aber ich glaube, ich habe hier jetzt schon alles rausgeholt. Okay. So, weiter zur Aussicht, damit ich noch zeigen kann, wo mein Claimberg ist. Mal gucken, ob ich den so einfach dann finde. Meine Güte, die Karte. Okay, also tendenziell. Ja. Also die Karte ist jetzt. Norden ist links unten. So. Sonst laufe ich hier noch stundenlang durch die Gegend und komme gar nicht da an, wo ich hin will. Und hier ist wieder eben Dschungel und gleich mal wieder Aussicht halten nach den Palmherzen, weil die einfach so selten sind. Zumindest meine Erfahrung, die ich bisher gesammelt habe. Bis ich dann einen Dschungel gefunden habe, wo ich dann zumindest 10, 15 von den Palmherzen ernten konnte.
So, da drüben kommen die Berge. Und noch ein kleines Stück. Gleich hinter dieser Kuppel liegt irgendwo mein Claim. Da. Berg Nummer 1, da ist mein Claim, glaube ich, nicht drauf. Und der war mir zu wenig. Da ist noch mehr Agate. Und das holen wir gleich mal mit. Zack. So, auf gegenüber Stein ist es natürlich, hebt es sich sehr schön ab. Und dann gleich mal wieder umstellen. Ich weiß zwar gar nicht, was bei Agate eventuell noch als Zusatzbonus gefunden werden kann. Zumindest war da eine Essence of Stone auf erst wieder dabei. Und Kohle wieder gefunden. Okay, das war's schon. Noch irgendwelches Orange da unten noch. Das ist, glaube ich, noch Orange. Ja, ist schon so putzig, so die Ecken dann ausgucken, ob noch irgendwelche Sachen irgendwie in der passenden Farbe sind. Und man da vielleicht noch ein oder zwei Gems rauskriegen könnte. So. Von da aus müsste ich es schon sehen. Ja, da drüben, der Baum, der ist mein. Eigentlich habe ich meinen Claim gerade so hoch angesetzt, dass ich die Kupfervorkommen, die unterhalb von meinem Claim liegen, trotzdem noch minen kann, dass ich da die Sachen bekomme. Hier ist der Rahmen, weil ansonsten hätte ich das Kupfer da unten schon gar nicht mehr abbauen können. Hier mit dem schönen kleinen Baum, ein kleiner Bonsai, den ich mir dann auch irgendwie retten werde, dass ich den schaue, dass er irgendwie ins Haus kommt. Und mit dem großen Berg, das ist meine Aussicht. Meer, Strand, Felsen, Wald. Ich glaube, besser kann man eine Aussicht überhaupt nicht kombinieren. Jetzt brauche ich halt dann nur irgendwann hier ein vernünftiges Domizil, das diesem auch gerecht wird. Ach ja. Das hat so diesen Flair, eine Welt zu entdecken. Könnte ich mich jetzt schon begeistern. Naja, mal schauen. Und jetzt wollte ich... So. Jetzt mal gucken, ob das da unten noch Agate ist. Und ansonsten da unten irgendwo in irgendwelche Höhlen reinzukommen. Das heißt, am schönsten ist es doch zu Hause. Einfach mal hier ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Und zwar Richtung Osten, Süden, Westen, Süden. Richtung Süden. Da vorne ist auf jeden Fall ein riesen Vorkommen. Ich muss bloß noch rausfinden, ob das jetzt Kupfer oder ob das Agate ist. Oder eine Kombination aus beiden. War es das? Ne, das ganze Stück weiter. Unten. Ja, je nach Winkel sehen die dann auch immer wieder ein bisschen anders aus. Aber in der Größe sollte das wohl alles Kupfer sein, weil es hat halt diese Maserung. Weil wenn es Agate wäre, würde es wahrscheinlich, nehme ich zumindest an, etwas anders aussehen. Dass es halt wieder, dass es diese dunklen Schatten nicht drin hat. Oh, das ist einfach nur so hell wie das da. Naja, dann fange ich einfach mal hier an. Und sammle mal das Kupfer ein, um, wie gesagt, oder wie kurz gezeigt, dieses Upkeep, die Gebühren, das Gebührenfenster, um ja, den eigenen Claim, um den Anspruch darauf aufrechtzuerhalten. Das heißt, 300 Kupfer pro Tag sind dort einzuzahlen und pro Claim. Ich weiß gar nicht, wie stark das dann sozusagen in dem Multiplikator hochgeht, wenn man die Claims erweitert. Das heißt, wenn man sozusagen zweiten Bestandteil ist. Ja,
Das Claimable Land habe ich jetzt bloß angehakt, weil ich noch sehen wollte, wo die ja, wo die Kavernen liegen. Das ist natürlich richtig, gerade da diese Darstellung, ja, da das gerade auch so ein schöner Rotton ist, ist natürlich dadurch schwerer zu sehen. Aber auf jeden Fall ist es alles, ich schätze mal, das da ist dann das Agate. Weil das hat zumindest jetzt einen deutlich anderen Farbton als das Orange, was das Kupfer hat. Und der kleine Fleck da dürfte auch ein Agate sein. Den nehme ich mir dann als nächstes vor. So, jetzt sag mir mal, wie viel hier jetzt noch drin ist. Ah, da fängt das Metall an zu leuchten, wie praktisch. Okay, also es geht anscheinend linear hoch, was mir Zell gerade geschrieben hat. Das heißt, bei 5 Claims sind es dann 5×300, aber es gibt sozusagen keine Steigerung, dass dann irgendwie pro Claim das Doppelte oder Dreifache notwendig wäre. Aber es ist wahrscheinlich auch alles noch eine Frage der Konfiguration, was die weiter noch ausprobieren werden. Weil ich denke mal, das ist alles noch nicht fix oder dauerhaft, wie das dann grundsätzlich so bleiben sollte. So. Ja, selbst die Löcher in der Erde sehen einfach fantastisch aus. Mit den geschwungenen Kurven und Formen ist einfach. Es macht Spaß, das anzuschauen. So, das war's jetzt hier. Oder ist hier noch irgendwo Funken übergeblieben? Nee. Okay. Dann jetzt weiter zu dem kleinen Platz da vorne, das da. Was mir zum Beispiel, was ich sehr praktisch fände, wenn man hier einfach so einen irgendwie einen Marker oder irgendwas setzen könnte, zu sagen, hier, ich will zu dieser Stelle, bitte zeig mir auf der Karte an, wenn ich da in die Richtung laufe, dass ich den nicht verpasse. Okay, das heißt, ich muss etwa in diese Richtung laufen. Und gleich in das eigene Loch gefallen. So muss das sein. So, da unten ist dieses helle Fleckchen, was ich gerade auf der Karte gesehen habe. Und es sollte jetzt das, genau, Agate sein. Ja. So, 30. Das sieht ganz gut aus. Okay. Und danke für die Infos. So. Okay, das war es jetzt, glaube ich, auch schon wieder mit der Agate. Noch eine Essence of Earth gefunden. So, jetzt gucke ich mal, ob ich dieses andere Ding wieder aktivieren kann. Okay, für den grauen Zander brauche ich 1000. Aber irgendwie schaltet sich meine Leiste da drüben nicht wieder ein. Oder ist die noch woanders ausgeschaltet jetzt? Game Settings. Okay, also irgendwie. Naja. Aktuell zeigt er mir halt einfach meine Leiste rechts nicht an. Ich weiß zwar nicht wieso. Ja. Ist egal, aber zumindest sehe ich ja hier, dass es eben noch gut 400. Agate braucht, bis ich auch dann diesen Ground Sounder, womit ich dann eben die Gemstones direkt finden kann. Und bis dahin gibt es hier ja noch mehr als genug zu tun. Was ist das denn? Achso, das sind dann Pflanzen. So, dann nehmt man noch das nächste Kupfervorkommen. Da kann ich gleich mal wieder nachschauen. Genau, Upkeep Management. So, 300 habe ich jetzt. Das heißt, jetzt ist, glaube ich, gerade ein Tag
abgelaufen, weil vorher war er bei 2100. Okay, mehr kann ich nämlich, glaube ich, eh nicht reinsetzen. Genau, 7 Tage, 23 Stunden. Wenn ich jetzt nochmal versuche, 100 reinzumachen, sagt er, glaube ich, das nimmt. Ah doch, er nimmt es noch an. Okay, dann kann ich noch ein bisschen Kupfer abbauen und dort noch ein bisschen mehr reinlegen. Ja, und wieder die Spitzhacke. So. Weil wie gesagt hängen ja die Edelsteine auch zusammen mit den Metallen. Das heißt, es ist auch immer noch eine Chance da, wenn ich so eine Kupferader abbaue, dass dann auch dahinter nochmal irgendwo so ein Agatebrocken ist, um gleich nochmal ein bisschen davon zu bekommen. Da war jetzt wieder ein Elemental Copper dabei. Ist immer lustig, wenn sich die Adern dann so verschlungen hier weiter machen. Noch ein Elemental Copper. Und der nächste. Hey, was ist denn da los? Das ist ja super. Also für die Stufe allein funktioniert es schon ziemlich klasse mit diesen, also entweder liegt es an den Ringen, wovon ich mal ausgehe, weil die eben die Wahrscheinlichkeit für diese blauen Elemente, also für die raren Bestandteile eben deutlich erhöhen. Aber ich kann noch nicht einschätzen, wie viel das tatsächlich ausmacht. So, ist das jetzt die letzte Ecke? Da sind noch zwei Brocken, da und an der Seite. So, das war's hier wahrscheinlich. Oder leuchtet noch irgendwas? Nee. Ah, die Sonne geht wieder auf. So. Jetzt schaue ich weiter. Okay, die Schatzkiste bedeutet, ich habe da noch irgendwas liegen lassen. Lustig, bewegt sich mit. Genau, also Ziel ist es ja hier einfach mal runter zu gucken. Wo liegt denn da noch was? Um zu schauen, ob es dort irgendwelche Höhleneingänge gibt, die ich dann direkt nutzen kann. Und unten irgendetwas einsammeln kann. Vor allem liebt das auf jeden Fall, die Hänge runter zu rutschen. Genau so, zack. Hopf, springen. So, das ist wie gesagt wieder der Dschungel. Aber ich sehe aktuell keine Palmherzen. Macht ja nichts. Was ist denn das Helle da vorne? Unser Agate. Sehr schön. Logischerweise sind die Gem-Vorräte meistens recht klein, zumindest die, die an der Oberfläche zu finden sind. Den einen, den ich unten in der Kaverne gefunden habe, ich weiß gar nicht mehr mit welchem Metall, da waren dann tatsächlich schnell ein paar hundert Stück zusammen. Also das war sehr, sehr lohnend, eben in den Kavernen nach Edelsteinen zu suchen. Ob das generell so ist, kann ich auch noch nicht einschätzen, weil dazu habe ich einfach noch zu wenig nach diesen ganzen Sachen abgebaut.
Okay, das sieht so aus, als wäre es das hier gewesen. So. Gut, jetzt bin ich also hier irgendwo mittendrin. Ich schätze mal, das hier sieht nach einem Loch aus. Das heißt, da hinten ist zum einen sowieso noch ein Agate. Und es gibt einen Eingang zu den Höhlen. So, also das da hinten ist nochmal hell. So. Damit ist wahrscheinlich das Agate, was ich brauche, auch langsam vollständig. Ich denke, das waren jetzt einige. Es waren ja bloß noch 400 Stück, die gebraucht wurden. Teilweise hier mal angenehmer in der Ich-Perspektive, weil einfach das besser zu sehen ist. Aber an einer Stelle ist es auch ein bisschen dicht. So, aber das war's dann hier. Da oben ist noch was. Damit. Okay. Was? Also nachschauen. Nein. Das Recipient Journal und den Gaunt. Okay, 876. Also 125 fehlen noch. Wo war das andere Agate? Dann war doch noch eins. Nur das kleine da hinten. Ich dachte, hier wäre noch ein größeres gewesen. Lustig sieht es vor allen Dingen aus, wenn man um Lagerstätten, die man noch nicht abbauen kann, weil das Werkzeug zu gering ist, abbaut und dann ja sozusagen den kompletten Stein oder irgendwelche anderen umgebenden Materialien abbauen kann und das ganze Ding dann so schön feinsäuberlich in der Luft hebt. So, das sieht etwa so ähnlich aus, wie wenn man mit dem Ohredetektor dort leuchtet, also sozusagen das macht und das ganze Zeug aufleuchtet. Und sehr lustig, diese Strukturen anzuschauen. Okay. So. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Also wieder nach oben. In mancher Hinsicht sind die Inseln relativ groß, auf der anderen Seite ist es dann doch wieder sehr klein. Also man kommt ganz gut einmal quer über die Insel. Okay, hier muss... Genau. Das wird jetzt eine der Eishöhlen, weil, gehe ich zumindest von aus, weil die auf jeden Fall um einiges dunkler ist. Obwohl, ne, hier kommen auch schon wieder Grünzeug. Ich gehe in die Höhle rein und es wird immer heller, sehr lustig. Zumindest ist es heller als oben am, da wo gerade die Nacht beginnt. So, dort ist... Hier sind wieder welche von diesen Leuchtpflanzen. Da ist auch eine Ader, allerdings ist die violett, lila. Okay. Wie gesagt, das Lustige ist, ich kann mit der Hacke hier einfach ein bisschen in den Felswand hauen und kann damit das Ganze zumindest kurzzeitig etwas heller erleuchten. Noch zusätzlich dazu, dass es eh nicht so dunkel ist. Auf der einen Seite natürlich angenehm, weil ich mich noch nicht so stark um irgendwelches Licht kümmern muss. Auf der anderen Seite ist es aber auch vom Realismusgefühl her dann nicht so optimal. Was ist hier denn für ein Loch? Okay, das ist nur Dirt. Ein Talisman-Fragment. Hey, genial. War das jetzt Zufall, dass das da lag? Oder hatte das mit dieser... Sind das Schatzplätze? Also zumindest scheint es sich ziemlich zu lohnen, in diesem komischen Erdloch hier rumzuwühlen. Weil mit drei Talisman-Fragmenten, da habe ich jetzt die ersten... Kombination zusammen, um tatsächlich dann ein paar Upgrades herzustellen.
heißt, auf solche Sachen werde ich mal öfter achten. Das heißt, dass diese Schatten hier, die, ja, was auch immer sie sein sollen, ein Runestone-Fragment. Hey, ich gerate ja gleich in Schwärmerei. Ich habe schon befürchtet, dass diese Dinger so verdammt selten sind, dass es wohl kaum möglich ist, irgendwann irgendein Item mal abzugraden. Also irgendwo diese Upgrades reinzubekommen. Aber anscheinend muss man nur auf die richtigen Stellen schauen. Wie zum Beispiel diese etwas merkwürdig aussehenden Stellen, als hätte da jemand schon gebuddelt. Und siehe da, da hat jemand anscheinend irgendwas gebuddelt. Und das habe ich jetzt alles rausgeholt. Ich weiß zwar noch nicht, ob das auch mit irgendwelchen Prospektor-Geräten angezeigt werden kann, aber auf jeden Fall ein weiterer Hinweis, dass es sich lohnt, auf bestimmte Landschaftsmerkmale Ausschau zu halten. Coole Sache. Das war aber jetzt, glaube ich, normaler Felsen. Jetzt noch irgendeine Ader in der Nähe ist. ...40 Meter entfernt. Dann gucke ich mal, ob ich irgendwie noch Zugang dazu finde über einen anderen Seitenweg von dem Caves hier. Ach ja, eine Strategie, die ich jetzt zwar noch nicht wirklich konsequent angewendet habe, aber zumindest für Erkundung von solchen Höhlensystemen oder generell von irgendwelchen irgendwelchen Labyrinthen, ist immer links oder immer rechts halten. Dann kommt man zumindest alles nacheinander durch, und wenn man sich immer an einer Seitenwand orientiert, möglichst dann hier und da vielleicht noch mal ein paar Hinweise für sich selbst hinterlässt, dass man das schon besucht hat, dann ist es zumindest recht einfach möglich, einfach überall durchzulaufen und das Ganze zu erkunden. Was allerdings die Sache hier etwas schwieriger macht, ist, weil das Ganze in unterschiedlichen Höhen teilweise stattfindet. Das heißt, man kann plötzlich irgendwo in einen Abgrund runterfallen und kann dann sozusagen fast wieder von vorne irgendwo anfangen. 10 Meter. Also es ist ein bisschen komisch, weil dadurch, dass das Ding so stark angezeigt wird, ist sozusagen hier normal wieder nicht sichtbar. Okay, das ist ein Tinstone. Das ist jetzt nicht so spannend. Ist das ein Material? Nee, oder? Die Schwierigkeit sozusagen in den Höhlensystemen ist, wenn sich die Farben dann auch nochmal etwas verändern, dann wirken natürlich die einzelnen Metalle auch wieder anders. Weil ich mir denke, jetzt würde ich am liebsten einfach nur nach solchen weiteren gebuddelten Einlässen schauen, wo dann irgendwelche Schätze vergraben sind. Kann man die schönen Pflanzen bewundern. Die Pflanzen kann man mit den Axt oder mit den anderen Werkzeugen übrigens auch nicht mal kaputt machen. Die bleiben dann einfach dort hängen, stehen, irgendwo in der Luft, wo sie sich halt dann gerade befinden. Das, was man abgebaut hat, wenn man also zu schnell wegläuft und man das ganze Zeug nicht mehr einsammelt, etwa ab 20 Meter werden die Ressourcen direkt zu einem hergezogen. Das ist jetzt noch ein anderer Edelstein. Und zwar Aquamarine sind das. Also man sieht schon, die
Lagerstätten für die Gems sind in den Höhlen durchaus etwas größer. Also deswegen, es lohnt sich sehr, in den Höhlen einfach nach den Edelsteinen zu suchen und sicherlich auch nach einigen Erzadern. Wie gesagt, das hier ist etwas gewöhnungsbedürftig, wenn einem diese ganzen Steine da direkt immer ins Gesicht fliegen, wenn man in der Ich-Perspektive drin ist oder weil man einfach dicht dran ist, weil er entsprechend eng ist. Ah ja, hier ist genau ein Ohr. Das heißt, hier ist jetzt wieder die Kombination von Gems und Metall. Das heißt, ein Ohr ist jetzt wieder mit den Aquamarinen verbunden, genauso wie es umgekehrt sein kann, wenn man eine Eisenader abbaut, dass dort noch irgendwo Aquamarine gefunden werden können. Hier kann ich auf jeden Fall erstmal wieder den Ohre-Detektor auch nochmal nutzen, um dann zu gucken, ob ich jetzt die Ader wirklich schon erschöpfend abgebaut habe oder ob noch irgendwelche Reste irgendwo hier drin stecken. Aber im Moment sieht es ganz danach aus, als wäre hier ohnehin noch einiges zu holen. So, okay, ich bin jetzt schon bei 2 Stunden im Livestream. Ich... ja, jetzt noch mal kurz nachschauen. Ob das Recipient... okay, für den Ground Sounder reicht es jetzt schon. Jetzt müsste ich allerdings erstmal zurück zum Zentrum laufen, weil ich habe ja jetzt noch keine anderen Möglichkeiten, hier irgendwas zu kräften. Und dort an dem Portal stehen dann die verschiedenen Crafting Stations, mit denen man auf jeden Fall erstmal selber die ganzen Elemente bauen kann. Angefangen von den Metallbahnen bis hin zu den Geräten. Das werde ich euch jetzt heute aber nicht mehr zeigen, sondern ich werde mich jetzt, werde mir jetzt erstmal eine Pause gönnen und danach noch ein bisschen selber unterwegs sein. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, erstmal einen ersten Eindruck zu geben, wie das Landmark, was sozusagen davon spielbar ist, was dort gemacht werden kann, wie es aussieht und ja, vielleicht demnächst nochmal. Ich werde schauen, ob ich die Woche nochmal die Probezeit auf jeden Fall nutze, um nochmal was übertragen. So, also ich verabschiede mich dann erst einmal für heute und wünsche viel Spaß beim selber spielen und Freizeit genießen. Tschüss!